Frankreichs Rechtsnationale um Marine Le Pen wollen nach der Europawahl nicht mehr mit der AfD in einer Fraktion im EU-Parlament sitzen. Der Chef der Partei Rassemblement National und Spitzenkandidat für die Europawahl, Jordan Bardella, habe die Entscheidung getroffen, nicht mehr mit der AfD im Parlament zu sitzen, sagte Wahlkampfleiter Alexandre Loubet am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit sitzen beide Parteien im Europaparlament in der rechtsnationalen ID-Fraktion. Medienberichten nach folgt die Entscheidung auf ein Interview des AfD-Spitzenkandidaten bei der Europawahl Maximilian Krah mit der italienischen Zeitung La Repubblica vom Wochenende. Darin behauptete er, nicht alle Mitglieder der SS seien kriminell gewesen. Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war, so Krah. Auf die Frage, ob die SS Kriegsverbrecher seien, antwortete er: Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell. In Frankreich wurden die Aussagen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden. Die nationalsozialistische SS bewachte und verwaltete unter anderem die Konzentrationslager und war maßgeblich für Kriegsverbrechen verantwortlich. Bei den Nürnberger Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Schon seit längerem gibt es zwischen der AfD und der Rassemblement National Unstimmigkeiten. Nach den Enthüllungen des Medienhauses Korrektiv über ein rechtsradikalen Treffen in Potsdam Ende vergangenen Jahres hatte Le Pen deutliche Kritik geäußert. Auch ein Besuch von AfD-Chefin Alice Weidel in Paris Ende Februar besänftigte die französischen Rechtspopulistinnen nicht. Wahlkampfleiter Loubet sagte nun mit Blick auf die AfD: Wir hatten offene Gespräche, aber es wurde nichts daraus gelernt. Jetzt ziehen wir die Konsequenzen. Le Pen wirbt seit Jahren um konservative Wählerschichten und hat ihrer Partei, der früheren Front National, einen Kurs der Entteufelung verschrieben. Die heute 55-Jährige überwarf sich dafür sogar mit ihrem Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen, den sie wegen hartnäckiger Holocaustleugnung aus der Partei ausschloss. Der erst 28-jährige Bardella gilt als Kronprinz von Le Pen und steht seit Ende 2022 an der Parteispitze. Der Bruch mit der AfD kommt gut zwei Wochen vor den Europawahlen. In Deutschland findet die Abstimmung am 9. Juni statt. MeinungsforscherInnen rechnen mit einem Rechtsruck, da in Frankreich, Italien und Österreich ultrarechte Parteien vorne liegen. Auch der AfD wurden zunächst deutliche Gewinne bei der Europawahl prognostiziert. Zuletzt gingen die Zustimmungswerte aber wieder herunter. Als Gründe werden die Massendemonstrationen gegen rechts nach dem Potsdamer Geheimtreffen genannt. Gegen AfD-Spitzenmann Krah und den Listenzweiten Peter Büstron gibt es zudem Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldannahme aus Russland. Beide bestreiten diese Vorwürfe. Wie es nun im Rechtsaußenlager im Europaparlament weitergeht, ist offen. Le Pen hatte sich mehrfach an der Seite der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni gezeigt, die an der Spitze der ultrarechten Fratelli d'Italia steht. Melonis Partei gehört im Europaparlament der Gruppe der europäischen Konservativen und Reformer an. Dort sitzen unter anderem auch die rechtsextreme spanische Vox und die nationalkonservative PiS-Partei aus Polen.